Aufgrund der hohen Corona-Infektionsraten haben die USA eine Reisewarnung für Deutschland ausgesprochen. Die US-Seuchenschutzbehörde CDC und das US-Außenministerium haben ihre Reiseempfehlung auf Stufe 4, das heißt sehr hoch, angehoben und raten Amerikanern von Reisen ab. Das US-Außenministerium in Washington erklärte, dies sei die Konsequenz einer Neubewertung der pandemischen Lage durch die Gesundheitsbehörde. Personen, die unbedingt nach Deutschland reisen wollen, müssten möglichst vollständig geimpft sein. Und trotz der Impfung bestehe weiterhin das Risiko einer Infektion mit Virusvarianten, so die Behörde. Die Reisewarnung wurde neben Deutschland auch für Dänemark ausgesprochen. Für andere, schwer von der Pandemie betroffene europäische Länder gilt bereits die Warnstufe 4. Darunter sind Österreich, Belgien und die Niederlande.